Schön, dass ihr da seid und danke fürs Einschalten. Ich bin beim Dämonenkönig, war das der Name? Ich glaube, das war der Name, Dämonenkönig. Ich vermute mal, dass der Weg, den ich hier gehe, überhaupt nicht das ist, was sich die... Oh, wir müssen kurz warten. Der dritte? Wie kam da jetzt nur zwei? Ne, das war glaube ich der dritte. Hoffe ich. Oh, jetzt habe ich mich erschreckt. Ich denke nicht, dass das hier der Weg ist, der beabsichtigt ist, den ich hier gehe. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich lauf, ich lauf, ich lauf. Oh nein, oh nein. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Hallo, alter Dämonenkönig. Ist gleich rund, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. No, 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 no. Warte kurz. Oh, da ist immer noch mein altes Zeug. Ah, das geht hier. What? Okay, das war jetzt ein bisschen mies. Ah, nein, ich. Warum verliere ich ihn immer aus dem Fokus? Das macht die Rolle, die unsichtbare Rolle macht das. Ah, nein, ich bleib an seiner Waffe hängen. Oh oh. Ah. Du Schande. Oh. Ken, grüß dich. Hi. Schön, dass ihr alle am Start seid. Ich bin heillos überfordert hier gerade. Ah, nein, nein, warum? Oh, es hat mich nicht getroffen. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich hier tun soll. Keine Ahnung, ich glaube, da sollte ich durchrollen. Aua, 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 aua. Ah. Gottes Willen. Was passiert? Ich weiß es nicht. Oh, Meteoriten. Meteoritenhagel, geil. Oh Gott. Hundertsiebenundvierzig plus 68 sind irgendwas um die 215. Und das wären theoretisch ein bisschen mehr.
Aber es ist halt Eis und Eis gegen Feuer. Nee, Quatsch. Was macht das? Das macht gar nichts. Doch, es hat nur einen Eiseffekt. Moment, was ist das für ein Moment? Moment, Moment, Moment. Achso, das war das Haltungsding. Ich hätte gerne die Hilfe für einmal diesen Wert hier unten. Stärke des Kälteeffekts: je höher der Wert, desto schneller erleidet das Ziel Erfrierungen. Ah, wenn der durchgeht, ne? Ich weiß nicht, wie oft ich ihn dafür treffen muss, aber ich denke immer noch, ich glaube, dass das die beste Wahl ist. Aber vielleicht eher mit Schild und nicht zweihändig, dann kann ich das Feuer vielleicht ein bisschen abwehren. Also ich vermute mal, dass der gedachte Weg, wie man da hinkommt, irgendwie da oben diese Balliste ist. Dass man die... Dass man die übernimmt, dann kann man diesen Wurm killen. Und dann kommt man hier relativ easy durch. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das passt jetzt hier. Er trifft mich beim ins Wasser gehen. Oh, er wird tatsächlich von der Balliste getroffen, wenn ich hinter ihm stehe. Oh, ist das ein Versuch wert? Ich find's, ich muss diesen Unsichtbarkeitsring wegtun, denke ich. Mist. Zu früh gesoffen, glaube ich. Ausweichen an der Stelle. Kommt der Meteoritenhagel, oder? Nee. Jetzt kommt der Meteoritenhagel. Ich renne um mein Leben. Meteoriten? Nee, irgendwas anderes. Ah, oh, okay. Warum das in dem Moment keinen Schaden macht? Ich bin auf jeden Fall rechtzeitig weggerannt, würde ich sagen. Einfach mal Abstand halten. Jetzt kommen die Meteoriten, okay. Das ist wieder Meteoriten-Gedöns.
Oder? Ja, weg hier, weg hier, weg hier. Nochmal, okay. No. Nein. Scheiße. Da hätte ich dranbleiben müssen, glaube ich. Okay. Wenn ich zu ihm laufe, kann ich, glaube ich, das Schwert zweihändig nehmen. Da mache ich schon ein bisschen mehr Schaden. Ich frage mich immer noch, ob es ein Versuch wert ist. Die Balliste auf den Wurm schießen zu lassen. Oh oh. Würmchen. Kommst du nochmal? Ja. Soll ich das probieren? Mist. Ah, zu spät. Ja, Treffer, sehr gut. Ja, das ist gut, das ist gut. Jetzt trifft sie ihn nicht. Lol. Das geht voll durch den Wurm durch. Was ist das denn? Okay. Nee, doch nicht. Anscheinend, also der Wurm sieht eigentlich... Er ist tot. Nice. Scheiße. Unnötig. Da führt ein Pfad hoch. Den nehme ich jetzt. Warte noch. Noch einen Moment. Au. Nee, was ist das denn? Hier führt überhaupt kein Pfad hoch. Das ist ja eine Schweinerei hier. Okay, kein Pfad. Auf der anderen Seite. Guck mir das hier einfach mal genauer an noch.
Okay. Was haben wir hier? Ha. Geschickt. Äußerst geschickt. Gut. Was bist du? Und wo führt mich dieser Pfad hin? Will ich hier hin oder lasse ich's bleiben? Und kümmere mich jetzt erstmal um den Dämonenkönig. Eigentlich kann ich, glaube ich, ich glaube, ich kann mich jetzt um den Dämonenkönig kümmern. Denke ich. Allerdings wäre es natürlich schon angenehm, wenn diese Balliste nicht auf mich schießt, ne? Beim hier runterlaufen. Ich vermute. Dass der Weg. Kein leichter ist. Sorry. Gut, das war eine schnelle Keule. Aua, ich habe wieder nichts gesehen, ne? Aua, was ist das denn hier für eine Action jetzt? Das ist neu. Wie schnell dieser Angriff kommt. No! Ja, meine vorherige Taktik war irgendwie ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. Ich sollte mal gucken, ob ich ein bisschen irgendwas gegen Feuer habe an Rüstungen, aber ich glaube, wo ist es denn? Feuer da. Nee, da ist die schon. Die ist schon in Ordnung. Bisschen mehr, aber dafür auch weniger Rüstung und der macht. Entschuldigung. Der macht ja auch physischen Schaden. Also die Rüstung passt voll okay. Die ist voll in Ordnung gegen den. Ja, das braucht hier einfach jetzt ein paar Anläufe. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das nicht schaffe. Boah. Mist. Wie schnell der Angriff kommt, wenn er die Hand an seinen Mund hebt. Und ich war am Rollen. Ah! Aus irgendeinem wilden Grund trifft er mich trotzdem.
Aber der fällt jetzt, oder? Der fällt jetzt. Ja, ist ja dann auch mal gut. Mann, ich kann ihn nur einmal treffen. Ätzend. Ich darf nur einmal zuhauen, weil er echt flink ist. Wow. Mist. Dafür, dass du alt bist, bist du ganz schön flott unterwegs. Ah, ich schon wieder der, ne? Oh oh. Irgendwas passiert. Ah, der ist eigentlich. Ein guter Moment für Sterben. Eieieiei. Oh, diese zweite Phase, in die er da kommt, nach einem bestimmten Schaden, ist schon nicht ohne. Ach komm. Ich hab doch gedrückt, Mensch. Ach, einen zu viel gesoffen. Weil ich aus dem Fokus gehe. Weil ich aus dem Fokus gehe und er. Scheiße. Er geht. Ich gehe. Warum, Spiel? Warum muss das sein, dass ich den Fokus verliere bei dieser Entfernung? Es ist so unnötig. Solange ich in diesem Bossbereich bin, kann der Fokus doch auf diesem Boss bleiben, bis ich drücke. Warum meint das Spiel, das verstehe ich nicht. Macht absolut keinen Sinn. Und auch hier, warum verliere ich denn den Fokus? Diesen Fokuspunkt. Wenn ich jetzt weglaufe. Warum bleibt der Fokuspunkt nicht auf ihm drauf? Ab dieser Entfernung. Das ist scheiße. Wenn ich innerhalb des Boxbereichs bin, was will ich denn sonst anvisieren? Ich will ja nicht ganz wegrennen von ihm. Und in der Entfernung hier kann ich ihn auch nicht mehr anvisieren. Dann dreht sich die Kamera immer hinter mich. Das ist totaler Mist.
Du willst dich doch frei umgucken. Ja, aber solange ich doch den Fokuspunkt auf ihn drauf habe, soll er nicht weggehen. Ich kann mich ja frei umgucken, wenn ich den rechten Stick drück und mich dann und dann loslauf, ist ja gar kein Thema. Dann. Aber solange ich in diesem Bossbereich bin, möchte ich bitte den Fokus auf den Boss behalten und nicht einfach random beim Weglaufen oder an ihm vorbeilaufen. Hier auch wieder. Warum habe ich jetzt den Fokuspunkt verloren? Ich kann nichts sehen, ne? Ich stecke hier fest. Hallo? Wo bin ich? Warum passiert nichts? Meteoritenschauer! Oh oh. Boah. Warte, da in der Ecke will ich diesmal nicht mit dir kämpfen. Komm her. Oh oh. Huch. Fuck. Donk. Ja, wenn ich in der ersten Phase oder am Anfang nicht so viel versoffen hätte, dann wäre das jetzt gut gewesen. Aber dadurch, dass ich am Anfang so viel gesoffen habe, eher semi. Gibt's dafür eine Einstellung vielleicht, dass der Fokuspunkt länger auf einem Gegner drauf bleibt irgendwie? Ist es ja eh nicht praktisch. Ja doch. Absolut. Also im Bossbereich. Außerhalb des Bossbereichs sage ich, okay, von mir aus, da kann das irgendwann weggehen, da braucht man das wirklich nicht. Autozielen, Controller, ja, weiß ich jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht, dass es... Nee, im Bossbereich finde ich es nicht cool. Ja, gut für dich. Wenn das für dich kein Problem ist, ist gut. Ich finde es scheiße. Shit, zu spät. Shit. Nee, wenn mehrere Bosse da sind, soll es auch so lange auf dem Boss draufbleiben, bis ich was anderes sag. Also,
Das ist bei mehreren Bossen genauso kacke. Wenn ich im Bossbereich bin und das einfach weggeht, finde ich nicht cool. Den, der ist so schnell. Das ist echt krass. Wow. Wow. Und jetzt bin ich hinüber. Nee, bin ich nicht. Gut. Scheiße, jetzt. Naja, also wie gesagt, im Bossbereich soll der Punkt von mir aus gerne auf dem Gegner bleiben, bis ich was anderes sage. Außerhalb vom Bossbereich, von mir aus, da ist das was anderes. Wäre ja kein Problem, das zu machen eigentlich, aber naja. Alter, komm schon! Alter Dämonenkönig! Oh oh. Stars trifft und immer trifft. Das ist halt ein optionaler Boss, ne? Lass ich's bleiben. Keine Ahnung, was der mir gibt oder was der mir bringt. Lass ich den bleiben? Eigentlich kratzt das. Das ist immer so. Weil der am Rand von der Map hier irgendwo im Nirgendwo steht, da gibt's keinen, da muss ich keinen Pfad freischalten, der mich irgendwie weiterführen würde. Da ist kein. Also es kann natürlich sein, dass das Spiel zu einem späteren Zeitpunkt sagt, hey, pass auf, hier brauchst du die Seele eines Dämonenkönigs für das Öffnen dieser Tür. Alter, ist ja gut jetzt. Ah, jetzt treffen mich die Scheiße wieder. Alter, ich. Also. Oh, Mann! Oder vielleicht, keine Ahnung, ich brauche noch am Ende die Seele des, oder den Funken des alten Dämonenkönigs, damit ich das Feuer wieder anzünden kann oder irgendwelche solche Sachen. Aber bestimmt ist es ja wieder wie in Dark Souls 1, dass ich das Feuer auch einfach nicht anzünden muss. Dann wäre es optional. Nee, zu. Okay. Wie schnell er ist. Dafür, dass er alt ist, ist er ganz schön flink unterwegs, der Kollege, ey. Ich muss mal kurz saufen, warte eben. So, und warum? Warum? Wird bei der Rolle der Fokus weggesetzt. Das verstehe ich auch überhaupt nicht. Was soll das? Wenn ich hier so an ihm vorbeiroll, habe ich auf einmal den Fokus weg.
Alter, ich hab gerollt. Ah, no! Verdammt! Nein, 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 das ist schlecht! Nationalspieler. No, 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 no. Lass mich den Gegner anvisieren, Mann. Oh. Wow. Hier, das ist so nervig, ey. Das ist so nervig, dass die Kamera einfach um 180 Grad sich dreht. Nee, ach Scheiße, jetzt habe ich verkackt. Nee, habe ich nicht. Okay. Hilfe. Weiß nicht, was er tut, weil ich nicht anvisieren kann. Weil ich nicht anvisieren kann. Ich will sehen, was er tut, damit ich weiß, ob ich hinrennen kann und ich die Kamera ständig sich auf mich dreht. Hallo, danke. Okay, das war eine dicke Explosion. Ja. Nice. Ja, da siehst du mal. Er war auf jeden Fall optional. Ich habe nämlich nichts bekommen, außer die Seele. Keinen Funken, um ein Feuer anzuzünden oder sonst irgendwas. So. Puh. Okay. Oh, das war jetzt aber schon knapp am Ende. Da habe ich bisschen mein Glück herausgefordert. Weil ich einfach weiter drauf geprügelt habe, weil ich gesehen habe, er liegt so halb am Boden und war erschöpft. Einfach weiter drauf. Und es hätte sein können, dass er sonst irgendeine Attacke macht, die wieder schnell genug ist und ich nicht mitkriege. Da war ich auch so im Damage-Fokus und so in der Damage-Gear in dem Moment. Ich habe im Hinterkopf gehabt, ey, wenn der gleich was macht, bin ich tot. Und das war ein knappes Pferd, richtig. Ach, Ken. Ich werde es vermissen, wenn ich kein Dark Souls mehr oder nicht mehr den ersten Versuch in Dark Souls mache und du nicht mehr am Start bist, ey. Jetzt erstmal kurz mit dem Alten da oben reden. Ich find's immer noch super traurig, dass der Typ tot ist, der Pilger. Aha, thou returned, and a fine day it is. So, happened upon any twisted souls? Yes, sir. Rudiment des Chaosbetts. Verbrennt die Umgebung mit Chaosflamme zu Asche. Großhammer des alten Königs.
Was ist das? Intelligenz. Oh, das sind so coole Waffen teilweise hier, ne? Großaxt des Dämons. Was sind denn FP-Kosten? Faustwaffe finde ich auch spannend. Ah, Lies of P, bist du spoilerfrei? Ja, mega, hey. Also, da wünsche ich dir viel Spaß. Das ist saugut. Das ist richtig gut, ey. 1 Euro Game Pass holen für einen Monat, Probemonat und dann Lies of P zocken. Hast du es für 1 Euro gespielt? Das wäre eine Überlegung. Ja, also ich empfehle das auch immer wieder so, wenn es so Aktionen gibt oder so, hey, schaut doch in diese Game Pass und auch in das EA Play rein und sonst wo. Oder auch, ey, ich meine, wenn du dir den Game Pass oder EA Play für ein Spiel holst, das du spielen möchtest, dann zahlst du halt 15 Euro einmal, dann hast du einen Monat Zeit, das zu spielen und passt, also. Die 2 Stunden Probezeit zum Performance-Testen nutzen. Ah, okay. Was hast du für eine Grafikkarte? Und einen Prozessor? Der nächste Boss down. Das läuft ja wieder zu gut. Seb, grüß dich. Hi, schön, dass ihr alle am Start seid. Freut mich. So, ja, jetzt ist ein bisschen die Frage, hau ich mir die Dämonensachen doch einfach, fresse ich die Seelen? Ich glaube, ich fresse die Seelen, weil irgendwie sehe ich diese Waffen... Ja, wobei, so eine Großaxt, einfach nur aus Interesse, wird's mich ja schon reizen, ne? Und für den Hammer bräuchte ich gar nicht mehr so viel, den Großhammer. Okay, ja, 1060, 6 GB. Ja, da könnte man langsam an die Grenzen kommen. Ja. Okay, absolut verständlich, dass man da die Performance testen, erst testen will. Weil das ist natürlich schon schön, wenn man da mindestens auf 60 FPS konstant spielen kann. Ja, also irgendwie bin ich ja schon versucht. Ach komm, also die vom König, die fresse ich. Nee, Quatsch. Nee, komm ey, ich brauche nur noch 6 Stärke. Und 2 Intelligenz, dann kann ich die, den Großhammer benutzen. Dann fresse ich die vom Dämon, vom Normalen und die vom König behalte ich. Und mach mir daraus den kann ich ja jetzt machen, oder? Ja. Und die andere fresse ich. Jeder Sale erhöht den Pile of Shame. Absolut. What's? Oh, das Ding sieht schon cool aus. Da bist du. Mit dir will ich reden. Welcome home, Ashen One. Welcome home, Leveln ist mein Heart's Desire. Yep. Wir gehen mal auf... Ja, ich weiß Bescheid. Wir machen hier mal den. Jetzt kann ich die nämlich zweihändig schon mal ganz gut benutzen.
Risk of Rain, was war das? Das sagt mir irgendwas. Hast du noch andere Infos? Fertigkeit, glühender Durchhaltewillen, verankert die Waffe im Boden und erhöht kurzzeitig die Balance. Ein schwerer Angriff mit wiederholten Schlägen auf dem Boden löst feurige Explosionen aus. Wait, what? Feurige Explosion, bitte! Ich will eine feurige Explosion sehen! Habe ich irgendwas falsch verstanden? Ein schwerer Angriff mit wiederholten Schlägen auf den Boden löst feurige Explosionen aus. Okay. Nee. Keine Ahnung, wahrscheinlich fehlt mir das Mana jetzt dazu. Aber irgendwie finde ich den cool, den Hammer. Was hat denn der? Der hat nicht so viel, den müsste ich mal ein bisschen aufleveln. Mal gucken, was André dazu meint. CNC Collection. Habe ich auch kurz überlegt, tatsächlich. Mein Pile of Shame. Wir können ja nachher mal durch meine Steam-Bibliothek und durch andere Dinge durchgehen. Also ich arbeite hier gerade einen großen Pile of Shame ab, tatsächlich. Was willst du? Titanit-Schuppe. Okay. Und für das hier große Titanit-Scherbe. Und für das hier Funkel-Titanit. Und für die hier brauchst du auch noch die großen. Aber jetzt habe ich ja eine andere Feuerwaffe. Also das ist ja jetzt Quatsch. Und das ist die Stärke A-Waffe. Das heißt, ich werde auf jeden Fall mal hier ein bisschen was reinbuttern. In das Schlachtermesser. Das passt ganz gut. Asterigos sagt mir gar nichts. Nee, ich glaube, die kann man auch einzeln kaufen, die Command & Conquer Dinger. Ah, nur im Paket, okay, sorry. Aber das Paket war ja relativ günstig. Wie war das? Irgendwie 5 Euro oder so? Und dann hast du alle. Also das ist schon... schon krass. 10 Euro für alle. Ja, und das sind wie viele? Hey, Moment mal. Ihr spinnt alle mit Feuer rum. Okay, das ist mir... ich mach dir viel zu wenig Schaden. Wartet kurz. Ich komme gleich wieder. Moment. Wow, okay, da wird erstmal copy-pasted in den Chat. Okay. So, jetzt gucken wir nochmal, was das Eisschwert gegen euch macht. Ja, das ist geschickter. Würde ich mal behaupten. Und was feuert da hinten eigentlich auf mich? Lol, was ist das hier? Das sind einfach random Feuerkugeln, die auf mich losfliegen dann, oder was? Und warum sehe ich nicht, was da unten läuft? Ich will sehen, was da unten läuft. Was zum Teufel? Ha 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 ha
Okay. Geil. Okay. Er hat einfach einen Pinguin-Text aus Wikipedia für. Oh, hi Leute, was ist bei euch los? Ach nö. Ach nö. Ihr Giftbolzen. Lasst mich mal. Ey, das ist nicht geil. Und dann gleich vier, fünf von euch. Okay, mit das Eisschwert macht dir nicht so viel Schaden. Moment, Leute, ich komme gleich wieder. Wait, what? Hey, oh, hi, grüß dich. Most penguin species are harmless to humans. Only the largest penguin species, the emperor penguin, which reaches 3.3 meter in height. Stalk attack and on occasion kill humans. 3,3 Meter. Wo kommt das denn her? Den gibt's wahrscheinlich ein ausgestorbener Pinguin, vermute ich mal. Ich dachte, der. Also, Emperor Penguin ist doch. Der Kaiserpinguin ist in dem Fall nicht der Emperor Penguin. Ich war jetzt beim Kaiserpinguin. Peinlich, von einem Pinguin gekillt zu werden. Oh Mann, ey. Ey, Leute, ein 3-Meter-Pinguin. Das braucht einem nicht peinlich sein. Ganz ehrlich. Alter, was das für eine Giftwolke ist. Ey, Giftlady, kannst du mal aufhören? Der Krieg mit den Riesenpinguinen. Bestimmt gibt es da schon einen Trash-Movie von. Hier wird jetzt keine Giftwolke mehr ge gehext, gute Dame. Wir lassen das bleiben. Oh, okay, da wird einfach random mal mein Fokuspunkt entfernt. Hallo, hau mich. Sharknado in realistisch, ja. Warum sieht es da hinten so aus, als wäre da ein Wesen in der Ecke? No! Was zum. What the fuck? Ey! Holy shit! Sag mal, hackt's dir? Wollen wir so nicht mehr haben. What the. Ihr seid ja wild! Meine Güte. Okay, du bist irgendwie aus Stein oder so. Kann ich mich auch da drunter setzen? Mir schien es, als würde es dem Kollegen ganz gut gefallen. Hier sind schon wieder an der Decke hängender Unsinn. Und warum spuckt da was Feuer? Hallo? Durch die Wand? Lassen wir das bitte.
Oh, einer von euch. Dieses kleine Schmodderding hält einfach viel zu viel aus. Aua. Mein Gott. Ah, Leute, wegen der Glut. Wegen der Glut. Nee, echt jetzt? Ich kann da nicht drüber hüpfen? Schweinerei. Was ist das hier? Wo bin ich hier gelandet? Ich beug mich zur Seite, weil ich hoffe, dann kann ich mehr sehen. Du musst das beugen auch. Das ist wichtig. Ja, absolut. Eben, das ist wichtig. Jetzt habe ich hier einfach irgendwo random ein Leuchtfeuer gefunden. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, was ich tue, was ich soll. Kommst du noch einen Meter näher? Hätte ich jetzt kein Problem mit. Oh, das klang ja süß und niedlich. Ja, ist gut. Komm. Geil. Oh Mann, wo bin ich hier? Nee. Nee, 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 nee. Das klingt, als würde ich hier so ein Skelettding rumrollen. Was bist du? Da Vinci Resolve, ja. Wartet kurz. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir wollen keine Giftwolken. Und grüß dich, Marius. Hi. Danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr alle am Start seid. Freut mich. Foliant von Isalith. Nee, gibt's die alte Hexe hier auch?
Kann ich vielleicht mit, wenn die Keule groß genug ist. Dich aufwecken? Nee, schade. Ha. Gut, was will ich auch mehr als den Polianten von Isalit? Der... Ah, Pyromantien von Isalit lernen, okay. Wait, Fast-Travel-Option als Extra-DLC? Holy shit, okay, nee, das habe ich nicht mitbekommen in Dragon's Dogma. Das ist ja wild. Wait, hier geht's gar nicht weiter, das ist über mir. Hä, dann bin ich hier durch jetzt? Ja, sieht so aus, hä? Und irgendwie komme ich hier noch höher. Wieder. Irgendwie muss ich hier rauskommen. Also. Klar, ich meine, ich habe hier das Leuchtfeuer gefunden. War hier noch irgendwo ein Weg? Nee. Und hier geht's doch runter? Oh weh, das nächste Labyrinth oder wie? Ach du Scheiße. Ha. Was liegt eigentlich hier für einer? Boah, nee, das ist wirklich ein Labyrinth. Okay, Moment. Ah, nee, hier war der... Okay, nee, warte, hier bin ich doch... Ja, Dragon's Dogma hat mich tatsächlich voll auch ziemlich interessiert. Also ich fand das super spannend, so wie das aussah, das Spiel und alles. Und das sieht ja auch mega nice aus. Ist auch ein richtig... What the fuck? Oh, hi! Einer von euch. Haben die nicht die Microtransactions jetzt schon wieder rausgenommen? Ich habe da irgendwas gelesen. Oder gehört. Nee, ich habe ihn nicht gekillt da in der Ecke. Wow. Können wir das mal nochmal anders machen hier? Ah ja, so ist mir das schon lieber. Aua, aua, nee, so nicht. Aua, ey, reicht's. Hallo? Die einfachsten Billo-Gegner dann, ne? Die sind's. Ach... Anvisiert, dämlicher Mist, anvisiert, Gedönse hier in Dark Souls. Mann, es ist doch ätzend. Ganz am Anfang musste man sogar 2 Euro zahlen, wenn man einen weiteren Charakter erstellen wollte. Ach du Scheiße. Aber ich habe auch gehört, dass im asiatischen Raum dieses Microtransaction-Zeug, dass das eigentlich ganz normal ist da drüben. Also, dass da viele Spiele so sind, die es bei uns gar nicht auf den Markt schaffen.
Das sieht wild aus. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hier bin. Wow, okay, ein schwarzer Ritter. Okay, wir warten einen Moment. Chill einen Moment. Ich habe gerade random den die Parade gehittet. So schwarz war er jetzt am Ende doch nicht. Schwert des schwarzen Ritters. Ja gut, vielleicht doch. Bei Vollpreis-Games ist es schon irgendwie ein bisschen mies, ja. Das stimmt. Warum ist mein Bildschirm eigentlich so weit hinten? Oder ist der weiter vorgerutscht? Ah, ich glaube, der ist weiter vorgerutscht. Ah, jetzt kann ich auch den Chat wieder lesen. Der war immer so halb hinter dem Bildschirm. Weil ich gerade ein bisschen, hab jetzt gerade kurz mal überlegt, was da eigentlich passiert ist. Was war das hier eigentlich für ein geheimer Raum, ey? Voll die miese Nummer. Ich weiß immer noch nicht, wo ich bin. Und ich muss einen Cut finden eigentlich. Hätte ich mal vorhin beim Leuchtfeuer machen sollen. Was ist das hier? Ach so, jetzt bin ich unten. Ah, das ist unten, wo ich vorhin hoch von oben geguckt habe. Okay, zwei Flakons habe ich noch. Ich verstecke mich mal ganz kurz hier in dem Raum. Und sage, YouTube, vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass ihr mich hier begleitet auf meiner Reise. Haltet die Kommentare bitte Backseat Gaming und spoilerfrei. Ich habe es am Anfang wieder vergessen zu sagen. Bei der nächsten Aufnahme muss ich es wieder am Anfang sagen. Es ist nämlich schon wieder passiert. Nicht so wild, haut da rein, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.